Willkommen zurück, nochmal hier im schönen Bademantel. Alles, was ich mit hatte, war natürlich wieder meine Frisur, mein Schmuck. Geschminkt war ich schon heute Morgen um 8 an einem Sonntag. Da schminken sich andere Leute für gewöhnlich ab. Ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es funktioniert rein gar nichts. Greenscreen nicht, Studio nicht, Licht gerade mal so, Visagiste nicht da, Klamotten nicht da. Meine Joan Rivers Betonfrisuren, alle noch unterwegs. Meine Share-Klamotten stecken irgendwo fest. Ich bin einfach nur so, wie ich heute war, wie ich jetzt bin, ins Taxi gesprungen. Und wie gesagt, ich habe mir ein paar Antworten, ich habe mir ein paar Fragen mal notiert, die mir über all die Jahre gestellt worden sind, über Facebook und E-Mail und wie auch immer. Und diesen Fragen werde ich jetzt mal eine Antwort geben. Nächste Frage. Meine Outfits. Woher hast du deine Outfits? Meine Outfits, wer mit mir bei Facebook verlinkt ist, ich mache aus fast gar nichts ein Geheimnis. Meine Outfits kommen von, ich arbeite mit drei Designern zusammen, kann man so nennen. Eine ist am Meringdamm, die andere ist auch am Meringdamm und dann habe ich noch einen ganz tollen Designer in United States. Der hat mich noch nie im Leben gesehen, noch nie im Leben vermessen. Der hat nur meine Maße. Ich schicke den Bilder von den Klamotten, die er kopieren soll. Meistens sind Cher oder Dolly Parton Klamotten. Der schneidet es zusammen, schickt es mir zu, es passt. Ich muss wirklich ganz selten was ändern lassen. Das Kiko Amore, guckt einfach bei Facebook nach. Ansonsten habe ich noch eine sehr, sehr talentierte Schneiderin aus Frankreich, auch wohnhaft, wie gesagt, am Meringdamm. Die andere ist türkischer Staatsbürgerschaft, auch am Meringdamm. Da weiß ich nicht, ob ich die Namen nennen darf. Schreibt mir einfach eine E-Mail, wer es ganz genau wissen will. Ich mache euch dann bekannt. So, Outfits hatten wir, Perücken. Meine Perücken sind alle natürlich, weil ich mich nicht selber erfunden habe als Travestiedarsteller, sondern immer nur kopiere, sind meine Perücken immer möglichst nah am Original. Meine Perückenmacher sind zu einem, auch in Frankreich, wo ich nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf. Schreibt mir einfach nochmal, dann mache ich euch auch bekannt. Meine Share-Perücken, meine Turnback-Time-Perücke hat Steven Wayne gemacht aus Las Vegas, ganz toller Share-Darsteller. Und ansonsten aus Deutschland, den besten Perückenmacher ist Ralf Heid. Einfach mal in meine Freundesliste gehen zu Facebook. Ohne Worte, ist wirklich zuverlässig. Ihr schickt ihm einen Wischmopp und ihr kriegt eine Prinzessinnenfrisur zurück. Das ist Ralf Heid, ganz toll. Nächste Frage.